Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Wouter Matty, und ich präsentiere euch die Perfect 10, mein 10. Teil der Overview der DVDs. Ja, 9 ist durch, jetzt kommt 10. Wie ich schon in 9 erklärt habe, ich mache jetzt diese Reihe hier und als nächstes dann diese Reihe. Dann ist auch Video 10 durch und ich würde mal sagen, ich hole mir die ersten DVDs raus. Wo wollte ich anfangen? Hier, ne? Das ist nur 10. So, reicht erstmal. Ich muss ja auch die wieder gleich reinräumen. Freue ich mich immer wieder. Emma Thompson und Dustin Hoffman, Liebe auf den zweiten Blick. Was zeigt das für Sonntagnachmittags? Gucke ich mir gerne an. Auch im Film, der eher zur Weihnachtszeit gut rüberkommt. Jack Black, Jude Law, Kate Winslet und Cameron Diaz. Liebe macht keine Ferien. Liebe braucht keine Ferien. Mein Gott, ich kenne noch nicht mal die Filmtitel. Ist nett. Der hier ist besonders genial, finde ich. Walt Disney, Meisterwerk, Lilo und Stitch, weil ich liebe die Musik von Elvis Presley und die kommt ja gut drin vor. Wenn man gute Komödien mag, muss man den auch in der Sammlung haben. Es ist ein Film mit Emilio Estevez und Samuel Jackson in einem kleinen Auftritt, auch Bruce Willis. Loaded Weapon 1, eine Verarsche von Lethal Weapon, aber es ist genial. Vor allem, wenn Bruce Willis da am Strand in seinem Unterhemd wie John McClane rauskommt und sagt, nee, ihr habt euch vertan, ihr müsst 4 Blocks weiterfliegen mit eurer, oh sorry. Geil, einfach nur geil. Den Film habe ich mir 2020 gekauft, sagte mir nichts, aber ich muss sagen, der hat mich richtig geil gefesselt. The Lodge mit der wie heißt es nochmal? Alicia Silverstone in einer ganz kleinen Rolle. Toller Film, richtig toller Film. Ein Stanley Kubrick-Film kommt jetzt als nächstes. Restauriert und digital überarbeitet. Lolita, aber ich kann nur sagen, er ist in Schwarz-Weiß. Bis heute noch nicht gesehen. Diesen Film habe ich vom lieben alten Moviepicker im Mystery-Paket drin gehabt. Lord of the Dead, Das Böse 3. Ein trauriger Film mit Nick Nolte und Susan Sarandon. Lorenzo's Öl. Wirklich traurig. Auch happy, dass ich diesen Film in dieser Höhlenfassung in meiner Sammlung habe. Michael Keaton, Lottergeist Beetlejuice mit eben halt auch noch ein Baldwin. Welcher Gina Davis spielt mit und von Tim Burton. Ach verdammt, ich weiß nie welcher Baldwin das ist. Alec Baldwin. Besser gesagt, jetzt der dicke Baldwin. Toller Film, richtig toller Film. Ein Meilenstein auf der Filmgeschichte für mich. OVP. Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Nein, ich habe dich nicht gerufen. Ich habe nur... Und hier ein Film mit Stanley, die Tuki Tuki, Lucy Liu, Ben Kingsley, oder Sir Ben Kingsley, der andere Quotenpiep, Morgan Freeman, Josh Hartnett und Bruce Willis, Lucky Slevin. Den habe ich mir mal in der Bibliothek vor Jahrzehnten, Jahrzehnten nicht, aber gute 15, 16, 17 Jahre ausgeliehen, oder sogar noch länger. Ich so, oh, was ist das? Aber irgendwie konnte ich den Film nicht ausmachen. Und dann kam das Ende und der Film hat mich vom Ende so begeistert, dass ich den direkt am nächsten Tag, also montags, im Saturn ging, geguckt habe, dass sie den da hatten. Und die hatten den und sofort gekauft und direkt nochmal reingezogen. Und das waren die ersten Filme der 10. Reihe. Ich tue die mal eben wieder zurück. Na, kommst du her. So, und die nächsten. Dann machen wir mal die Reihe fertig. So. Lucky Luke, die Filme mit Daisy Town, sein größter Trick, das große Abenteuer. Sein größter Trick ist immer noch für mich der schönste Zeichentrickfilm von Lucky Luke. Jetzt kommt ein Film mit vielen Wrestlern. Aber es spielen mit Will Forte, Kirsten Wing, Ryan Philippe und Bell Kilmer. Als Wrestler sind da noch The Great Khali, Kane, wenn ihr die kennt, Mark Henry und Montel Montavious Porter. Ich sage nur MacGruber. Eine Verarsche von MacGyver. Aber so geil. Einfach nur geil. Machen wir es wie Cowboys mit Woody Harrelson und Kiefer Sutherland. Danny Trejo in Machete und Robert De Niro.
Dann eben halt ein Film mit Michelle Rodriguez, Sophia Vergara, Mel Gibson, Carlos Esteves oder wie der heißt, mit Danny Trejo, Machete Kills. Im ersten hat auch noch Steven Seagal mitgespielt. Ich sage nur, geh weg von meinen Füßen. Madagaskar 1, toller Film. Naja, 2 und 3. Und das waren die nächsten Filme der 10. Reihe. Ich tue die mal wieder zurück und hole den nächsten Stapel. Machen wir mal bis hier. Einen kleineren Stapel. Ted Danson, Whoopi Goldberg und Will Smith in Made in America. Habe ich als Kind gesuchtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand den richtig genial. Als der dann im Saturn rumlag vor kurzem, habe ich mir den dann auch geholt, vor kurzem im letzten Jahr. Und habe mir den sofort reingezogen und ich war enttäuscht. Kurz angemacht, wieder ausgemacht, Jim Carrey in The Majestic. Denzel Washington, ein Film von Tony Scott, Man on Fire, Mann unter Feuer, cool. Es spielt auch noch mit Mickey Rourke und die Dakota Fleming. Was sage ich das mit Stanley die Tuki Tuki, Ralph Fiennes und die J-Lo the Bud Lopez, Manhattan Love Stories. Jetzt nicht lachen, den Film finde ich super, richtig super. Das ist für mich auch eine Kindheitserinnerung. Kim Cattrall, Andrew McCarthy, es spielen auch noch mit, ach verdammt, wie heißt der nochmal? Hier der von Police Academy, der böse Bulle mit seinem Hund Rambo. Jetzt weiß ich gar nicht, wie der heißt. Gut vorbereitet, mal einfach wieder gut vorbereitet. Und der Schaufensterdekorateur Hollywood. Hollywood Rosenhügel. Ich sag nur, Money Queen. Geil. Also geil. Ich feiere diesen Film. Und den kann ich mir auch wirklich immer wieder reinziehen. Den natürlich jetzt nicht so. Manta der Film. Aber dafür diesen Film. Manta Manta. Für mich der beste Til Schweiger-Film nach Der bewegte Mann. Und vor allem auch wieder Wuppertal gut zu sehen mit dem Friseursalon oder der Schule in Barm. Hammerfilm. Und auch die Bayerwerke von hinten sieht man. Und auf einmal ist man in Hagen. Mein Gott, Hagen ist ein Wort von Wuppertal, wie es aussieht. Und das waren die nächsten Filme. Jetzt hole ich mal wieder einen etwas größeren Stapel raus. Und einen größeren Stapel von der WWE produziert. Ein Film mit John Cena, The Marine. Es spielt auch noch mit Robert Patrick. Dann The Marine 2 mit Teddy DiBiase Jr., nicht Teddy DiBiase, The Million Dollar Man, sondern sein Sohn. Dann Mike the Mizanian, oder besser nochmal von vorne, Mike the Miss Mizanian, Marine 3, Homefront. Dann Mike the Miss Mizanian und Summer Rae in The Marine 4. Mike Mizanian, oder Mike the Miss Mizanian, Bo Dallas, Heath Slater, Curtis Axel, Naomi, Maryse Ollett Mizanian, also seine Frau von Mike the Miss Mizanian, also nur Wrestler, in The Marine 5 Battleground. Und zum guten Schluss Mike the Miss Mizanian, Shawn Michaels aka The Heartbreak Kid und Becky Lynch in Marine 6, das Todesgeschwader. Uah. Also eins kann man sich nur angucken, Teil 2 geht auch noch und dann geht es einfach nur abwärts. Aber der Film geht nicht abwärts. Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Michael J. Fox, Jack Nicholson, Sarah Jessica Parker und so weiter und so fort von eben halt den guten alten Tim Burton, Mastertex. Und ein sehr trauriger Film mit Eric Stoltz, Sam Elliott und der guten alten Cher. Die Maske. Ein richtig grandioser Film, also auch für mich einer der besten Filme aller Zeiten. Das war Die Maske. Jetzt kommt ein kleinerer Haufen. Es sind nur noch vier in der Reihe, dann ist die Reihe auch durch. Master Z, The Ip Man Legacy. Masters of the Universe mit Dolph Lundgren. Ich habe die Macht. Kindheitserinnerung, tolle Kindheitserinnerung.
In dem Film war ich im Kino drin mit einem guten alten Freund, Klassenkamerad Jörg. Keanu Reeves, Lawrence Fishburne in Matrix, Teil 1, grandios. Und dann kam Teil 2. Und der war nicht mehr so grandios. Und das war die erste Reihe der 10. Overview. Und ich hole direkt die nächsten raus. Mit Matrix Revolution. Ein Film mit Steven Seagal und Steve Austin. Ja, auch Cut. Maximum Conviction, oder so ähnlich ausgesprochen. Geht um einen Knast, der ausgeschaltet werden soll, der ehemals hier von so Elitensoldaten noch betreut wird und ein großer drin sitzt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber der ist schön. Nach Ostwind und so darf sowas auch nicht fehlen. Mein Freund der Delfin. Und ich meine nicht Flipper. Mit Ashley Judd, Kris Kristofferson, Morgan Freeman und Henry Connick Jr. Ein Delfin-Fan. Aber auch da, mein Freund der Delfin, Teil 2. Ja, Tripper, Tripper. Ich meine Flipper, Flipper. Und jetzt nach einem Freund, mein Freund der Delfin darf nicht fehlen. Mein Freund der Wasserdrache. Es geht um Loch Ness, das Monster. Jetzt eine weitere Box, drei Filme, ein Preis, ein Film mit James Belushi, ich sage nur, mein Partner mit der kalten Schnauze. Teil 1, Kult. Teil 2, nein. Und Teil 3, sowieso. Und das waren die nächsten Filme. Und ich tue die auch wieder zurück. Und hole jetzt auch mal wieder einen größeren Stapel raus. Mit Here Comes the Man in Black. Man in Black 1 mit Tommy Jones und Will Smith. Toll. Man in Black 2 in einem kleinen Auftritt sogar Michael Jackson. Aber Teil 1 ist immer besser. Dann Man in Black 3 mit Tommy Lee Jones, Will Smith und Josh Brolin als junger Tommy Lee Jones. Ist okay. Also Teil 1, 2, 3 kann man sich angucken. Eher als hier Man in Black International. Auch nach Jahrzehnten bringen wir mal wieder einen vierten Teil raus. Ich habe in einem der Overviews gesagt, dass ich den Film Friday feiere oder Boys in the Hood, aber den Film feiere ich genauso. Manic to the Side. Wenn ich mir diesen Film reinziehe, Manic to the Side, schmeiße ich immer direkt danach meine PlayStation an, steige in meine Garage, hole mir meinen Lowrider raus, fahre in den Slums und knall einfach Leute ab. Ich finde diesen Film geil. K-Dog zum Beispiel, diese Szene ganz am Anfang in den Supermarkt. Grandioser Film. Einfach nur ein Meilenstein. Und so stelle ich es mir wirklich vor, dass es in den 90ern, Ende der 80er in den amerikanischen Slums in Los Angeles so war, im Ghetto. Jetzt ein Film von Disney Pixar. Merida. Nett. Ich habe eine Cousine, die hat wirklich so feuerrote Haare. Die Gisela. Und jetzt ein Film mit Natalie Wood, Brian Keith, Carl Malden und Sean Connery. Meteor. Vergisst einmal gerne, guckt euch mal Meteor an. Der Film ist alt, der ist aber gut. Und ich mag diesen Film. Jetzt kommt ein Film mit Robert Townsend. Er spielt auch noch mit James Earl Jones, auch der Bill-Vergewaltiger Crosby. Spielt mit, und zwar Meteor Man. Feiere ich den Film, ich finde ihn grandios. Und ein weiterer Film, der mir der liebe Oliver, der Moviepicker im Mystery-Paket reingetan hat. Mexican Werewolf. Konnte man sich angucken. Und jetzt geht's weiter. Mit Michael Jackson, This Is It, in einem Steelbook, DVD. Tom Cruise in einem Film von Steven Spielberg, Minority Report. Ist okay, ich spiele auch noch Colin Farrell mit. Basierend auf dem Buch von Stephen King mit James Cain und Kathy Bates, Misery. Cooler Film, richtig cooler Film, weil da dreht die Kathy Bates voll am Rad. Jetzt kommt eine Reihe, wo ich den zweiten Teil gut finde und die anderen habe ich noch gar nicht gesehen, außer Teil 1. Und zwar Mission Impossible mit Tom Cruise. Wing Rhimes spielt mit und Jean Reno spielt noch mit. Dann eben halt für mich der Beste von John Woo ist er sogar gemacht worden. Tom Cruise in Mission Impossible 2. Er spielt auch noch in der kleinen Rolle mit Sir Anthony Hopkins. Und dann kommen die Teile, die ich nicht gesehen habe. Teil 3. Das Phantomkommando. Teil 4. Rogue Nature. Teil 5.
und eben halt Tom Cruise Mission Impossible Fallout. Die letzten vier habe ich bis heute noch nicht gesehen und ich habe sie schon ein paar Wochen in der Sammlung. Und wieder zurück mit den Filmen. Machen wir mal so. Wieder Hashtag Wutametti liebt Snapperkäses, Uma Thurman, Ralph Fiennes und Sean Connery mit Schirm, Schaum und Melone. Nur wegen dem Snapperkäse, der Film ist so lala. Van Damme mit Stellner Faust. Damon Wayans in Mo Money, den hatte ich früher als VHS-Kassette, die war so ausgeleitet, dass man gar nichts mehr sehen konnte drauf, aber ich habe den jetzt auch auf DVD. Ich bin happy. Die Monster AG von Pixar. Schön, richtig schön. Ein Film mit Heath Ledger, Halle Berry, Billy Bob Thornton, Sean Combs, oder besser Puff Daddy, P. Diddy und Sean Combs, Diddy, Puffy Doofy Doofy, Monster Ball. Da ist die Nummer von Billy Bob Thornton und Halle Berry sehr ringend. Sandra Bullock und in dem Film Mord nach Plan. Und hier, wie heißt der nochmal? Oh, verdammt. Ryan Gosling, danke, da ist er. Ryan Gosling. Und jetzt kommt wieder eine weitere Box. Eine Box, wo ich im ersten Teil im Autokino war. Da war ich 14, 15 im Autokino. Da fährt man doch kein Auto. Nein, mein Onkel hat hier im Wuppertal, oder besser gesagt, ein Schwemmtes Autokino betrieben. Und ich wollte den Film unbedingt sehen. Da so, ja klar, kein Problem, ich stelle mein Auto dahin. Du kommst abends und guckst dir den Film an. Und zwar mit Christopher Lambert, Mortal Kombat 1 und Mortal Kombat 2, Annihilation, oder wie der heißt. Der ist Schrott. Aber Teil 1 finde ich gut. Und ich hoffe mal, dass die einen vernünftigen Mortal Kombat Teil rausbringen. Und das waren wieder welche. Jetzt kommen nicht mehr viele, es sind nur noch 3, 6 Stück und dann ist das 10. Urview auch fertig. Mit einem Film, der mich gut unterhalten hat, mit der Kate Beckinsale und Luke Wilson, Motel. Das Pärchen hat einen Streit, fahren in so ein Motel hin, weil die vorher eine kleine Autopanne hatten. Und in diesem Motel ist eine Luke. In dieser Luke kommen Typen raus. Kommen sie aber schon vorher hinter, weil die sich einen Film angucken. Wie immer ein Pärchen da abgeschlachtet wird, weil diese VHS-Kassetten lagen da rum. Und da haben die schon ein bisschen Bammel bekommen. Die verkaufen eben halt diese Snuff-ähnlichen Filme. Und so ist die Story des Films. Also für einen Luke Wilson-Film, muss ich ganz ehrlich sagen, top. Richtig top. Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts und Jason Sudeikis oder so ähnlich. Mother's Day? Ja, ich finde ihn gut. Ich mag ja auch tatsächlich Liebe oder Happy New Year. Adam Sandler, Winona Ryder und John Turturro in Mr. Deeds. Geil. Ein Film, den meine Mutter sich ausgesucht hat in Essen. Mulberry Street. Gejagt, gebissen, infiziert. Irgendwie so ein Rattenzombie-Film, wo ich gar keine Ratte sehe. Außer hier auf dem Cover. 2,99 €. Die hat Unsummen ausgegeben. Brandon Fraser in Die Mumie. Und der letzte Film der 10. Reihe ist Die Mumie kehrt zurück. Und das war's, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nein, gebt ein Däumchen nach unten. Ich hoffe, ich kann wieder zahlreiche Kommentare von euch lesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht nicht mehr so dolle und bis demnächst. Und tschüss!